Wir haben jetzt auf jeden Fall ja, eine gute halbe Stunde als Möglichkeit zur Diskussion und im Anschluss dann eine kurze Pause, bevor wir dann zu den nächsten Vorträgen übergehen. Ich würde vorschlagen, dass Sie und Ihr sich bzw. euch einfach melden und wir haben hinten ein Saalmikrofon, das dann zügig zur Frau oder zum Mann gebracht wird. Am Anfang ist es natürlich immer eine kleine Herausforderung, den Start zu machen, aber vielleicht fühlt sich ja jemand berufen, direkt einzusteigen in die Diskussion, beziehungsweise natürlich sind vor allen Dingen auch Rückfragen erwünscht oder möglicherweise ja auch Verständnisfragen, die da entstanden sind bei diesem Vortrag. Ja, gibt es jemanden, der direkt einsteigen möchte? Sehe ich jetzt gerade direkt nicht, aber dann würde ich vielleicht einfach selber, okay, also ich sehe schon eine erste Meldung, dann nehmen wir die. Vielleicht wäre es gut, das können wir ja heute den ganzen Tag so machen, dass wir am Anfang einmal kurz sagen, wer wir sind und dann direkt einsteigen. Alles klar, also ich bin Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Niedersächsischen Landtag. Vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe nur eine Frage oder Ergänzung. Ein weiteres Mittel, um das Verhältnis von Polizei und Minderheiten zu verbessern, kann ja auch sein, dafür zu sorgen, dass die Polizei selber genauso bunt und pluralistisch ist wie die jeweilige Gesellschaft. Das ist ja doch ein relativ häufiges Phänomen, zumindest nehme ich das so wahr, dass Polizei sich oft aus der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft heraus rekrutiert. Und es gibt ja in verschiedenen Ländern in Deutschland oder auch in Nordirland noch mit einem ganz anderen Hintergrund durchaus gezielte Programme, den Versuch, Polizei da vielfältiger zu gestalten bei der Nachwuchsgewinnung. Könnten Sie dazu was sagen, inwieweit das sozusagen europaweit oder weltweit auch ein Thema ist oder es erfolgreiche Best-Practice-Modelle gibt oder Ähnliches? So, jetzt überlege ich gerade, wie ich das Mikro hier ankriege. Ist an, okay. Test? Nein? Doch. Alles klar. Ja, das ist eine Forderung, die wir auch bei Amnesty sehr häufig stellen, dass Polizei repräsentativ sein muss. Und es gibt in der Tat viele Versuche und Erfahrungen, wie Polizei diverser werden kann und die verschiedenen Bereiche der Bevölkerung auch widerspiegeln kann. Es ist in manchen Ländern ist es eine Herausforderung, es gibt sprachliche Begrenzungen, es gibt das Problem, dass bestimmte Gruppen nie das Ausbildungsniveau erreichen, das eine Eintrittsvoraussetzung für den Polizeidienst ist. Aber da gibt es auch viele ermutigende Erfahrungen, wie besondere Kurse gebildet werden, wie die Kenntnis einer anderen Sprache als Vorteil auch für die Einstellung angesehen werden kann und auch wie Polizei aktiv in bestimmte Bevölkerungsgruppen hineingeht, um die Polizeiarbeit darzustellen. Denn auch die leider immer wieder bestehende Misstrauen zwischen bestimmten Gruppen und der Polizei führt auch dazu, dass diese Gruppen selber sich nicht vorstellen können, in den Polizeidienst einzutreten. Und da vertrauensbildende Maßnahmen zugehen, die Polizeiarbeit erklären und auch die Chancen und die Möglichkeiten, in den Polizeidienst einzutreten, gibt es eine ganze Reihe interessanter und Erfahrungen. Aber es ist und bleibt eine sehr arbeitsame und anstrengende Aufgabe, das zu machen. Aber wir sind der Überzeugung, dass nur eine Polizei die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung auch widerspiegelt, auch in der Bevölkerung verankert ist und gute Polizeiarbeit machen kann. Alles klar, dann haben wir gleich hier vorne noch eine Frage. Danke. Hallo, Bijan Muini, Rechtsanwalt hier in Berlin. Ich hätte eine Frage zu den ganzen Modellen, die Sie jetzt vorgestellt haben. Wer waren denn da typischerweise die Urheber? Also kamen solche Initiativen auch aus der Polizei oder aus den Polizeien selbst heraus? Wurden die von der Gesellschaft gefordert? Wurden die von der Politik gesetzt? Und wie kann man Voraussetzungen dafür schaffen, Klima dafür schaffen, dass sowas auch an anderer Stelle entsteht
oder Widerhall findet, auch bei denen, die es dann umsetzen müssen? Da gibt es natürlich nicht das perfekte Erfolgsmodell. Also wenn ich jetzt an verschiedene Beispiele bezeichne, das Beispiel von Göteborg, da kam die Initiative aus der Polizei selber. Allerdings als Ergebnis, dass einer in der Polizei verankerten Kommission, die die Unruhen untersucht hat und gesagt hat, das wollen wir nicht, dass sich das wiederholt. Und natürlich war da verbunden auch ein gewaltiger öffentlicher Druck nach diesem Desaster. Das Beispiel zu besser faktengesteuerten Identitätskontrollen, zum Beispiel in Spanien, kam zustande auf die Initiative der Zivilgesellschaft, unter anderem als wie erwähnt Open Society Foundation. Ich denke, ganz allgemein, ohne da jetzt das Patentrezept zu präsentieren, was wir in jedem Falle brauchen, ist permanenter Dialog zwischen Polizei und Zivilgesellschaft. Und wer dann sich auf die Fahne schreiben kann, eine bestimmte Initiative zu einer Verbesserung ergriffen zu haben, ist, denke ich, dann nicht maßgeblich. Vorausgesetzt ist eben einfach, dass es regelmäßige Gelegenheiten gibt, wo Polizei und Zivilgesellschaft sich treffen können und über Probleme sprechen können und dann die entsprechenden zusammen entsprechend über Lösungen nachdenken können. Alles klar, hier in der Ecke. Ja, mein Name ist Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Sie hatten in einer Chart war die Rede von einer Kooperation oder von einem Treffen zwischen Angehörigen der Roma und der Polizei. Da würde mich, finde ich, sehr spannend, diese Geschichte. Da würde mich mal interessieren, ob Sie da Näheres zu wissen, wie das zustande kam und wie auch der Verlauf war. Weil meine Erfahrung, die ist, dass es sehr schwer ist, Zugang zu finden zu Angehörigen der Roma, auch insbesondere auf Seiten der Polizei. Deswegen fände ich das sehr spannend, wenn Sie vielleicht da 2-3 Sätze mehr zu sagen könnten. Ich gebe Ihnen auch gerne nachher noch eine Kopie von unserer Veröffentlichung zu dem Thema, wo wir da ein bisschen mehr zu sagen. Aber es ist in der Tat so, dass der Dialog zwischen Roma und Polizei in vielen Ländern sehr problematisch ist und das auf gegenseitigem Misstrauen führt. Und in manchen Ländern wurden dann besondere Roma-Beauftragte aus der Roma-Community selber ernannt, die erstmal zu einem ersten Gespräch mit der Polizei kommen und die dann umgekehrt auch wieder zurück zu ihren Leuten gehen und ein bisschen mehr über Polizei erzählen. Was dann in Slowenien im Endeffekt dann passiert ist, dass es ein richtig formalisiertes Training war. Das ist eigentlich ein Training für die Polizei von ein paar Tagen, bei denen es darum geht, Roma besser zu verstehen, wie sind die Strukturen, wie denken die, wie funktionieren die Konfliktregelungsmechanismen. Es gibt ein paar grundsätzliche Sprachdinge und in diesem Training sind dann auch Roma und Polizei kann dann mit diesen Vertretern sprechen und mehr erfahren und mehr lernen. Und dieses Training, das regelmäßig durchgeführt wurde, hat dann in der Tat auch dazu geführt, dass erstmal miteinander und nicht übereinander gesprochen wird. Also das ist dann nachher zu einem formalisierten Training geworden und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, hier vorne. Ja, Armin Bohnert von Polizeigrün. Für all diese Maßnahmen, Trainings, Supervision, Reflexion, brauche ich Zeit, ja? Brauche ich Personal, brauche ich auch die Ruhe des zu etablieren. Und wenn ich einen Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen anschaue, die arbeiten quasi in einem Tunnel. Ja. Sie haben permanent Erlebnisse, immer mit besonderen Personen, die straffällig werden, die auffallen, die aus der Sozialgesellschaft teilweise herausgefallen sind. Und es bleibt nicht die Zeit des Kontakts mit den anderen, also mit der gesamten Gesellschaft. Wir müssen die Polizei öffnen, denke ich. Ja. Wir müssen ihr wieder die Zeit auch geben, durch natürlich mehr Personal, denn wer Millionen von Überstunden vor sich herschiebt, hat nicht die Zeit, diese ganzen Maßnahmen auch in Ruhe vorzunehmen.
dem kann ich nur zustimmen. Und alles, was wir an Veröffentlichungen machen und Erfahrungen versuchen, da geht es auch nicht um die schnelle, perfekte Lösung. Das ist eigentlich auch, denke ich, ein großes Problem der aktuellen Debatte, dass man versucht, mit irgendwelchen schnellen Dingen die angeblich perfekte Lösung zu produzieren. Und ich habe in meiner Recherchearbeit gemerkt, die gibt es nicht. Jede Lösung muss überlegt werden und besprochen werden und die Vor- und Nachteile abgewogen. Und deswegen geben wir auch grundsätzlich keine Schwarz-Weiß-Antworten. Die Polizei muss diese Waffe einführen oder muss diese Technik erwähnen. Die perfekte Lösung gibt es nicht. Und ich setze mich auch bei meinen Kollegen regelmäßig dafür ein, dass, wenn es um Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch Polizei geht, dass auch Arbeitsbedingungen der Polizei untersucht werden, um zu gucken, inwieweit die dafür mit ursächlich sind. Insofern kann ich Ihnen eigentlich nur in diesem Statement zustimmen. Okay, ja, direkt nebenan. Frank Ulrich Seemann, auch von Polizeigrün. Ich mache die Erfahrung, dass viele auch sehr, noch junge und frisch ausgebildete Polizeiangehörige im gehobenen Dienst teilweise einen Sprachgebrauch pflegen, der dem genau entgegensteht, was sie propagieren. Da wird in der Öffentlichkeit unverblümt von Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen, als von Kanaken gesprochen. Es sind es aber die Kolleginnen und Kollegen, die ihre gut gemeinten Vorschläge umsetzen sollen. Ich frage mich, wie wollen wir das hinbekommen, dass die das machen, dass die das akzeptieren? Und ich befürchte, dass wir da ein Problem in der Ausbildung des Polizeinachwuchses haben. Haben Sie eine Idee, wie man das vom Kopf auf die Füße stellen kann? Ja, das sind Wortwahl, mit denen wir des Häufigen zu tun haben. Ich kann auch in einem persönlichen Gespräch mit einem Polizeibeamten mich unter anderem auch an das Wort Zigeunerfresse erinnern. Da kommen wir natürlich auch dazu, dass die Polizei repräsentativ für unsere Gesellschaft ist. Also denke ich, können wir das Problem auch nicht allein und ausschließlich in der Polizei lösen. Es fängt aber natürlich auch an mit der Einstellung, schon, also der Rekrutierung von Polizeibeamten und der Überprüfung von bestimmten Einstellungen, denn bestimmte Grundeinstellungen müssten eigentlich erst mal da sein. Ich glaube nicht, dass, auch wenn es junge Menschen sind, man aus einem in der Polizei Ausbildung einen Menschen komplett verändern kann. Man kann bestimmte Richtungen geben, man kann bestimmte Einflüsse geben, aber man kann einen Menschen auch nicht komplett verändern. Also die Einstellung und die Überprüfung, mit was für einem Menschen hat man es zu tun, ist der geeignet für den Polizeidienst, ist natürlich eine Frage. Aber ansonsten finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt die Polizeikultur. Und da ist das Führungspersonal der Polizei ganz besonders gefragt. Bestimmte Termini oder bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Sichtweisen innerhalb der Polizei dürfen nicht toleriert werden. Und das Führungspersonal der Polizei hat die Aufgabe, beim leichtesten Anzeichen einzuschreiten. Ich weiß nicht, ob Sie die Lawrence Inquiry aus dem Großbritannien kennen. Da ist ein Farbiger ermordet worden und es ist nicht herausgefunden worden, warum. Es ist nicht hinreichend untersucht worden, bis sich herausgestellt hat, dass rassistische Motive dem zugrunde lagen. Was aber das Entscheidende dieser Untersuchung war, dass die eigene nennt man Kantinenkultur, innerhalb der Polizei dafür gesorgt hat, dass man diesen Fall nicht ernst genommen und nicht anständig untersucht hat. Und diese Kantinenkultur zu bekämpfen innerhalb einer Polizei ist nicht nur eine Frage der Ausbildung, sondern ist eine Frage der kontinuierlichen Supervision und Anleitung und Weisungen durch das Polizeiführungspersonal.
es ist ein extrem polemisches Thema und ich habe lange überlegt, ob ich es erwähnen soll. Aber ich denke, eine Polizei sollte nicht den Begriff Navri benutzen. Das geht genau in die gleiche Richtung. Es gibt bestimmte Gruppen in der Bevölkerung, die bestimmte Kriminalitätsformen oder Teile bestimmter Gruppen, das sind ja nie die ganzen Gruppen, bei denen bestimmte Kriminalitätsformen vorkommen. Dass man denen aber bestimmte Labels gibt und damit dann die gesamte Gruppe in das Label passt, führt genau zu solchen Problemen. Und ich denke, da hat das Polizeiführungspersonal eine Rolle. Und so ein Terminus, in meinen Augen, sollte schon aus psychologischen Gründen durch das Führungspersonal untersagt werden. Jetzt haben wir mal zwei Meldungen etwas weiter hinten, erstmal ganz hinten in der Ecke. Schönen guten Tag, Bosch, auch von Amnesty, aber aus Deutschland. Zu Ihrer Frage nochmal und als Ergänzung vielleicht, wie man das schaffen kann. Ich finde, was meine Kollegin Frau Bienert schon ausgeführt hat, ist, glaube ich, wichtig, Dialog zu fördern, auch zwischen betroffenen Gruppen und Polizei, damit es darum geht, dass genau Sprache auch was bedeutet. Also dieser Abwehrreflex, den beispielsweise die AfD gegen Sprache hat, gegen das Binnen-I etc. pp., führen sie ja nicht umsonst diesen Kulturkampf um Sprache, um das dann auch in die Wichtigkeit auch von Betroffenen mal zu hören, dass bestimmte Begriffe diskriminierend sind, abwertend zu sind und so einen Dialog herzustellen, um auch eine Sensibilität herzubekommen, halte ich, glaube ich, für eine gute Idee, dass man sowas gewährleistet, auf Dauer so einen Austausch hinzubekommen, um dafür Sensibilität zu haben. Was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was Frau Bienert auch ausgeführt hat, und das sagt mir mein Kollege aus meiner Ehrenamtsgruppe bei Amnesty, der selber in der Polizei tätig ist, in der Ausbildung tätig ist, dass für diese wichtigen, was du ja ausgeführt hast mit Polizeikultur, Führungskultur, dass Weiterbildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen, da eigentlich das Führungspersonal nicht mitmacht. Das ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn man sagt, ach, so ein kleines Antirassismus-Training, das ist gut für meine Schüler, aber ich als Lehrer brauche das selbstverständlich nicht, bin ja der Lehrer. So eine Maßnahmen müssen da dann, glaube ich, auch für Führungspersonal nochmal kommen, um auch da Sensibilität einzuführen, und das muss auch vielleicht verpflichtend sein, um da auch eine Verbesserung herbeizuführen. Und grundsätzlich muss man ja irgendwann mal wegkommen von dieser Haltung, und das zeigen ja auch einige Maßnahmen, die im Ausland stattgefunden haben, oder beispielsweise weiß ich, dass die Polizei Bremen beim Thema Racial Profiling ein bisschen anders umgeht als andere Polizeien in der Bundesrepublik, mit der Haltung, Kritik erstmal nicht abzuwehren, sondern sich der Kritik offen zu stellen, auch bei bestimmten Begriffen, jetzt nicht mehr reflexartig zu sagen, das passiert uns nicht, das machen wir nicht, sondern da eine Haltung zu entwickeln, um damit konstruktiv umzugehen, weil eigentlich Fehler macht jeder, wenn man sich denen aber offen und ehrlich stellt und darüber dann nachdenkt, und das am besten auch transparent, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn eine staatliche Institution wie die Polizei ankommt und sagt, ja, das machen wir intern, und dann passiert doch nicht was, und das ist dann immer sehr ärgerlich. Deswegen da vielleicht auch nochmal der Hinweis, so eine unabhängige Untersuchungsinstanz wäre sehr wünschenswert aus unserer Perspektive. Von daher, das ist dann vielleicht auch nochmal der Wunsch dann an die Grüne Partei, wo wir hier sitzen, das dann auch mal voranzutreiben und sich da dann auch von der SPD das Brot nicht nehmen lassen, dass das auch eine starke Institution wird. Aber da kommen wir ja später im Panel noch zu. Ist klar. Mein Gefühl ist, dass das jetzt wahrscheinlich eher nicht noch Frage war. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen und nehmen noch die Frage direkt dort in der dritten Reihe von hinten. Ja, Henning Wendt, Grüne aus Schleswig-Holstein und bis vor wenigen Tagen noch Polizeibeamter und Leiter einer kleinen Polizeistation im ländlichen Raum. Also ich gebe Ihnen recht, dass man im Gespräch bleiben muss. Und zwar haben wir dort so eine Möglichkeit, kommunalpräventive Räte einzuberufen in den kleinen Gemeinden. Das heißt also, man nimmt die Kommunalpolitik mit rein. Man kann aber auch Schulen, Vereine, Verbände daran beteiligen. Und das war eine stetige Einrichtung bei uns. Und wir haben immer mal wieder Probleme mit Rechtsextremisten gehabt und konnten dort dann Präventionsprogramme fahren, die wir in der Schule gemacht haben oder im öffentlichen Raum mit Theateraufführung oder irgendwelchen anderen Maßnahmen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass die Polizei nicht nur alleine davor steht, sondern mit allen Gruppen daran arbeitet. Das funktioniert mit dem Engagement Einzelner. Und was der Kollege gesagt hat, das kenne ich auch, dass unsere Kollegen wieder reinkommen von Einsätzen, so einen Hals haben, und dann sich einfach mal Luft machen. Ja, da habe ich gesagt, gut, das hast du jetzt alles gesagt und das war jetzt vielleicht manchmal auch nicht mehr stubenrein, aber mal im Klartext, das will ich nicht hören hier.
Das mache ich nicht, Hemm. Im Plattdeutsch kann man das immer ein bisschen deutlicher sagen, das habe ich auch getan. Und ich finde, als Vorgesetzter muss man in dem Moment Farbe bekennen und sagen, so, soweit, das ist gesagt worden, aber darüber müssen wir jetzt sprechen. Und das sind Begriffe, die gehören hier nicht rein. Und Worte gehen einem Handeln voraus. Und wenn man so etwas denkt, dann kann schon mal ein Handeln darüber wachsen. Und ich bin auch der Meinung, Vorgesetzte müssen Farbe bekennen und solche Dinge unterbinden und eine klare Linie ziehen. Okay, lassen wir dann auch so stehen, alles klar. Dann hier vorne, Herr Wolfgang Wieland. Ja, Wolfgang Wieland aus Berlin. Zur Frage der Nachwuchsgewinnung wollte ich mal fragen, wie sieht es denn mit uns selber aus? Also inwieweit geht die grün-alternative Szene zur Polizei? Ja, als ich das meiner Tochter vor 15 Jahren ernsthaft vorschlug, war ihre Antwort, dann kann ich mich bei meinen Freundinnen nicht mehr sehen lassen. Zur Begründung, wir leben in Berlin-Kreuzberg. Das muss nicht repräsentativ für die Bundesrepublik sein. Aber mein Eindruck ist, von den Forderungen, die wir immer hatten, und die hieß, die Polizei muss weiblicher werden, da ist man auf einem sehr guten Weg, jedenfalls in Berlin. Sie muss multikultureller werden, das passiert in Berlin in letzter Zeit auch. Und sie muss intelligenter werden, da hatten wir ja sowas wie zweigeteilte Laufbahn und andere Dinge auch. Aber dennoch habe ich nach wie vor den Eindruck, zwar haben wir Polizeigrün, aber das von unseren kritischen Jurastudenten oder von wem auch immer, eigentlich niemand oder nur eine Minderheit das macht. Und auch, dass wir hier dankenswerterweise immer Justizminister, Justizsenatoren haben, aber nie einen Innenminister, zeigt irgendwie auch den Abstand bzw. die Angst davor, in diesem Bereich wirklich exekutive Verantwortung auch zu übernehmen. Und ist für meine Begriffe auch so ein bisschen zurückweichen vor dem Praxistest, ob unsere Ausführungen hier, ob unsere Thesen hier auch tatsächlich dann dem Realitätstest standhalten, wenn wir das in Person zu vertreten haben. Zweite ganz andere Frage, Schießen, Nichtschießen, haben Sie hier ja auch genannt als Trainingseinheit in Nordrhein-Westfalen sozusagen seit alters her. Nun haben wir ja leider die andere Tendenz, dass nach Amokläufen gesagt wurde, sofort schießen, wenn der erste Polizist am Tatort erscheint, mit guten Gründen, denn ein Warten auf ein Spezialeinsatzkommando kann etliche weitere Tote kosten. Wir hatten den Fall in Würzburg, wo Renate Künast per Twitter gefragt hat, musste der gleich totgeschossen werden und den üblichen Hasssturm dafür erntete, möglicherweise auch zu schnell getwittert. Aber die Tendenz, und das ohne dass ich da nun eine offizielle Statistik zur Seite habe, aber mein Eindruck ist, es wird jetzt wieder schneller geschossen vor diesem Hintergrund. Und die Frage eben, kann man diese neuen Bedrohungs- und inwieweit nimmt man diese neuen Bedrohungsszenarien in diese Trainingseinheiten auf? Müssen wir befürchten, dass wieder wie zu RAF-Zeiten sozusagen durch die geschlossene Wohnungstür geschossen wird? Oder sehe ich da Gespenster? Ich bin jetzt nicht so sicher, ob das Fragen für mich waren. Oder? Ja, aber vielleicht können Sie ja was dazu sagen. Zu dem letzten Bereich erstmal. Also erstmal spreche ich hier natürlich jetzt erstmal für Amnesty International und nicht für die Grünen. Den zunehmenden Einsatz von Polizeibeamten mit Maschinenpistolen ist natürlich etwas, was uns sehr große Sorge macht in dieser Situation. Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Unbeteiligte bei einem Polizeieinsatz absoluten Schutz genießen müssen,
lässt sich eigentlich schwer mit solchen Waffen, die kaum zu kontrollieren sind, vereinbaren. Also da sehen wir schon problematische Tendenzen, und wir hoffen, dass es nie zu der Situation kommt, wo dann ein Polizeibeamter, weil er meint, es handelt sich, oder er hat auch sogar recht, um einen terroristischen oder Amok-Anschlag, und dann mit seiner Maschinenpistole eben nicht nur den echten oder vermeintlichen Täter trifft, sondern auch Unbeteiligte. Also das ist eine Tendenz, die wir schon auch mit Sorge sehen, und ich wünsche mir, dass Polizeibeamte, die mit solchen Waffen ausgestattet werden, eben auch die entsprechende Ausbildung bekommen und die entsprechenden Anweisungen, wann überhaupt sie zu benutzen sind und in welcher Form. Zu der anderen Frage, dem Verhältnis jetzt von Grünen zur Polizei, werde ich mich natürlich nicht äußern, aber grundsätzlich denke ich, ist, wenn es um das Verhältnis von Polizei und Bürgern geht, ein Punkt finde ich besonders wichtig, und das, denke ich, ist die Selbstkritikfähigkeit der Polizei. Die Fähigkeit zu besprechen, ob etwas gut gelaufen ist oder nicht, die Bereitschaft, sich unabhängiger Kontrolle zu unterziehen, und die Bereitschaft, sich identifizieren zu lassen über Nummer oder Name, wenn etwas schiefgegangen ist, das sind Maßnahmen, die extrem Vertrauen bilden. Und die grundsätzliche Ablehnung, ich habe mit vielen Polizeibeamten gesprochen über die Frage der unabhängigen Untersuchungsinstitution, und die dann immer sagen, ja, wenn ein Polizeibeamter sich daneben benommen hat, dann können Sie doch zur Staatsanwaltschaft gehen oder zum Gericht. Diese Einstellung ist nicht vertrauensbildend. Und es muss auch nicht dem einzelnen Bürger zugemutet werden, durch die Tretmühle der Justiz zu gehen. Eine Polizei, die bereit ist, sich unabhängiger Kontrolle zu unterziehen, bildet Vertrauen, reduziert Feindbilder und ist dann vielleicht auch attraktiver, um in den Polizeidienst einzutreten. Vielleicht dazu noch ein Wort der Ergänzung. Ich glaube auch, dass allein die Tatsache, dass wir jetzt eben mit Polizei Grün auch einen Verein für Polizistinnen und Polizisten bei den Grünen haben, zeigt ja auch, dass wir vielleicht dort auch ein Stück weit auf dem richtigen Weg sind. Ich habe sogar mehrere Mitaktivistinnen zu meiner Zeit bei der Grünen Jugend kennengelernt, die bei der Polizei sind, und ich kann also nur hoffen, dass sich das deswegen vielleicht tatsächlich auch zum Positiven weiterentwickelt. Was du dir wünschst, bei der Innenministerin oder der Innensenatorin sind wir noch nicht von Seiten der Grünen, aber mein Eindruck ist, dass zumindest das Selbstverständnis bei uns in der Partei deutlich größer geworden ist, und nachdem wir nun auf mehreren Kongressen und an anderen Gelegenheiten das eingefordert haben, ist das dann vielleicht auch tatsächlich eine realistische Option mal. Aber am Ende steht es eben auch an der Frage, welche Priorität gibt man dem Themenbereich, und das versuchen wir ja dann heute eben auch ein Stück weit zu ändern. Ich habe zwei Fragesteller noch gesehen. Am besten melden sich diejenigen, die jetzt noch zu Wort kommen, dann auch gleich noch deutlich, denn dann gehen wir dann demnächst auch in die Pause. Hier direkt dahinter gab es die nächste Frage. Richard Wolf aus Zürich, ich bin Vorsteher des Sicherheitsdepartements. Ich habe mir erzählen lassen, dass das hier Innensenator ist. Vorsteher des Polizeisicherheitsdepartements. Ich wollte mich nur melden und auch unsere Bereitschaft, wir sind zu dritt hier aus Zürich, zur Diskussion, dass wir zur Diskussion auch hierher gekommen sind, um auch, uns auch auszutauschen über Erfahrungen. Ein Beispiel, was hier gezeigt wurde, war der runde Tisch Rassismus, den wir in Zürich führen, von der Polizei aus unter der Führung der Ombudsfrau, zusammen mit der Polizei, zusammen mit 10 bis 15 verschiedenen NGOs. Amnesty International ist auch dabei. Wir treffen uns mehrmals im Jahr und tauschen uns aus über Fragen des Rassismus natürlich im Zusammenhang mit der Polizei. Und daraus ergibt sich nicht nur ein besseres Verhältnis und mehr Vertrauen, sondern es ergaben sich auch schon ganz konkrete Folgerungen, indem dass zum Beispiel Vertreter vom Runden Tisch Rassismus auch in der Ausbildung jetzt teilnehmen und Lektionen geben in der Ausbildung, in der Polizistenausbildung, dass da auch der ganz direkte Kontakt zu den neuen, zu den jungen Polizisten hergestellt wird.
Und das andere ist, dass auch Druck gemacht wurde in Richtung Racial Profiling, dass da etwas geschehen muss. Und das ist dann auch unterstützt worden in der Politik. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kommt, dass Verbesserungen in der Polizeiarbeit möglich sind, braucht es drei wesentliche Faktoren. Das eine ist der politische Druck, also von den Parteien, aber auch von der Zivilgesellschaft. Das andere ist, dass die Ressourcen zur Verfügung stehen. Das wurde hier auch schon mehrfach gesagt. Die Polizei muss Zeit haben, sie muss Muße haben, sie muss die nötige Ausbildungsmöglichkeit haben, sie muss den nötigen Lohn und Ausrüstung haben, um sich damit überhaupt beschäftigen zu können. Und dann ist es eigentlich möglich, dass wir die Polizeiarbeit verbessern können. Und es braucht natürlich die Bereitschaft, das ist das dritte wesentlich, das Bereitschaft innerhalb der Polizei, dass man überhaupt etwas ändern will. Der politische Druck kann relativ groß sein, wenn man nicht auf einen Kommandanten und ein Kommando trifft in der Polizei, das bereit ist, das zumindest mal anzuhören und sich zusammenzusetzen mit der Politik und der Zivilgesellschaft, dann passiert gar nichts. Und wir haben in Zürich das Glück, dass alle drei Komponenten gegeben sind und versuchen deshalb einiges an Verbesserungen herbeizuführen, auch, und das ist vielleicht noch was Viertes, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Also wir lassen jetzt verschiedene Projekte zur Verbesserung von Teilaspekten begleiten durch unabhängige wissenschaftliche Forschungen, damit wir eben auch mehr Glaubwürdigkeit dann haben gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik, dass das, was wir machen wollen, eben auch abgestützt und untersucht ist. Das nur mal als Beitrag hier noch. Dankeschön. Danke, dass Sie den Kongress organisieren. Ja, wir danken Ihnen, dass Sie extra aus Zürich auch hier zu uns kommen und so mitdiskutieren und Ihre Erfahrungen einbringen. Ist ja jetzt schon das zweite Mal. Sie waren das letzte Mal ja auch schon in Hamburg mit dabei. Ich glaube, das zeigt, dass wir da wirklich mittlerweile auch ein wichtiges Forum hier geschaffen haben. Insofern nehmen wir das auch so an. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier direkt noch gesehen und dort in der Mitte und würde dann vielleicht danach langsam zum Schluss kommen, sodass wir dann auch ein bisschen Pause noch haben, um uns auszutauschen. Ja, ich wollte nochmal Herrn Wieland antworten, einen kleinen Teil, weil ich denke, vielleicht kann ich da Auskunft geben. Also was den Einsatz von Maschinenpistolen angeht, ist ja, wir müssen schon unterscheiden, ob wir jetzt von einer normalen Streifenbesatzung sprechen oder ob wir von einem Bedrohungsszenario wie einem Terroranschlag reden. Ich glaube, wir müssen alle ein wenig umdenken. Also wir bei der Polizei machen das. Wir haben bereits, zumindest in Hessen, bestimmte Szenarien, die wir üben, die gezielt eben auf solche Anschläge ausgerichtet sind. Und da haben wir es eben mit einem Täterklientel zu tun, wo wir leider Gottes eben das Ziel haben müssen, diese unschädlich zu machen. Und das muss möglichst schnell gehen, weil dann dadurch nur verhindert werden kann, dass weitere Menschenleben zu Schaden kommen. Und ich glaube, wir müssen einfach uns damit abfinden, dass diese Situationen auch taktisch allein durch den Einsatz von Maschinenpistolen aufgrund der Distanzmöglichkeiten und Ähnlichem auch einfacher zu bewältigen sind. Tut weh, aber das gehört zur polizeilichen Realität, wenn wir solche Einsatzszenarien ernst nehmen. Wir müssen darüber hinaus sehen, dass wir neben der taktischen und praktischen Ausbildung aber auch darüber nachdenken, und das tun wir in vielen Bundesländern, dass wir eine Begleitung der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in psychologischer Hinsicht haben. Wir brauchen dann nach solchen Einsätzen und vielleicht auch schon beim Training eine Vorbereitung unserer Kolleginnen und Kollegen auf solche Szenarien. Denn ich glaube, es sind hier nicht so viele im Raum, auf die schon mal geschossen worden ist. Das ist eine Erfahrung, Todesangst, mit der muss man umgehen können. Und darauf müssen wir vorbereitet werden. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine 23-jährige Kollegin in Frankfurt, die plötzlich mit einem Menschen mit einer Kalaschnikow konfrontiert ist, das ist eine Sache, die ist traumatisch. Und da müssen wir einfach auch in der Vorbereitung als Polizei mit umgehen. Und da sind wir dran. Also ich kann Sie beruhigen. Ich glaube schon, dass das in allen Bundesländern derzeit in den Köpfen der Menschen ist, die sich mit Ausbildung und Fortbildung beschäftigen. Aber das dauert eben und es kostet wie auch in allen anderen Bereichen wieder Zeit. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir einmal im Jahr schießen gehen durften oder zweimal im Jahr. Mittlerweile denkt man Gott sei Dank um. Schade, dass es so weit kommen musste durch solche schrecklichen Anschläge. Aber momentan, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Alles klar, vielen Dank. Hier rechts in der Mitte. Ja, schönen guten Morgen. Dietrich Urban, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Hier ist vieles richtig gesagt worden. Also insbesondere möchte ich was zur Fehlerkultur sagen. Das ist richtig, die gibt es bei der Polizei nicht in dem Maße, wie wir sie brauchen. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Das liegt an vielen Dingen, würde jetzt zu weit führen, aber auch ich bin der Meinung, da müssten wir viel offener mit umgehen, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber intern auf jeden Fall. Was ich aber so nicht stehen lassen kann, ist, sagen wir mal, die Andeutung von Herrn Schmidt, dass hier wir mit einer schießwütigen Polizei zu tun haben, die hier nur nach dem Maschinengewehr stiehlt, um dann hier durch die Gegend zu laufen und zu, sagen wir mal, von der Waffe Gebrauch zu machen. Es ist ganz anders. Ich bin sehr stolz und es ist halt schade, dass keiner von der Gewerkschaft der Polizei hier ist. Die müssten eigentlich hier stehen und jetzt sagen, so ist es nicht. Wir haben 300.000 Polizeibeamte in Deutschland etwa unter Waffen. Ja? Also die laufen jeden Tag mit der Waffe rum. Und was schätzen Sie, wie viel Einsatz wir von diesen 300.000 Menschen gegen Menschen, also von den 300.000 Polizeibeamten gegen Menschen haben, also die Waffe gegen Menschen gerichtet. Sie werden über die Zahl sehr erstaunt sein. Das sind zwischen 30 und 50, nagen Sie mich nicht fest. Es waren in den letzten Jahren immer so 30, 35 Mal, wo gezielt von diesen Kollegen auf Menschen geschossen wird. Und das bei der aktuellen Bedrohungslage hat sich das vielleicht minimal erhöht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich glaube es fast nicht, weil ich absolutes Vertrauen in unsere Polizeibeamten hier habe, gerade die, die auf der Straße stehen, dass die sehr verantwortungsbewusst mit ihren Rechten und mit der Schusswaffe umgehen. Und das kann man so nicht stehen lassen, dass wir hier Sorge haben müssen, dass die Kollegen unverantwortlich mit der Waffe umgehen. Das wollte ich hier an dieser Stelle nochmal festhalten. Aber ansonsten vielen Dank, dass Sie sowas ausrichten. Ich finde, das sind sehr wichtige Veranstaltungen. Danke. Ja, wir danken Ihnen für den Beitrag und für den Moment, glaube ich, habe ich alle Meldungen auch aufgenommen, die sich hier gezeigt haben. Gibt es noch? Ach so, eine Meldung gibt es noch da hinten, dann nehmen wir die auch noch mit dran. Hallo, Spuler Philipp mein Name. Ich bin in der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bundespolizei und ich wollte mal auf die Maschinenpistole eingehen und wir haben da eine sehr umfassende Ausbildung erhalten, um das mal klarzustellen. Der Schusswaffengebrauch, wir werden auch, denke ich, gut darauf vorbereitet, auch wenn ich erst ein halbes Jahr dabei bin. Und wenn ich mal in Einsatz gehen möchte, möchte ich aber dann nicht mit meiner Handfeuerwaffe dastehen und wenn mir dann jemand gegenübersteht mit einer Kalaschnikow, weil das überhaupt nicht verhältnismäßig wäre in meiner Ansicht. Und auch gerade da fände ich auch noch die Nachrüstung bei der Polizei vorhanden, da die Schusswesten, die wir erhalten werden, einfach viel zu schwach sind. Die sind zum Großteil nicht stichfest und eben auch nur gegen leichte Handfeuerwaffen geeignet. Also wenn jemand mit einer Kalaschnikow kommt oder mit einer etwas schweren Schusswaffe, dann geht es auch durch die Schusswaffen. Das wäre für mich einfach nochmal ein Anliegen, was ich sagen wollte. Danke. Okay, ich glaube, das sind auch Diskussionen, die wir tatsächlich auch noch weiter führen werden am heutigen Tag. Wir haben dazu noch einige Gelegenheiten, aber wir haben den Tag eben auch extra so gestaltet, dass es durchaus einen Moment auch gibt, sich untereinander auszutauschen und der folgt also nun mit einer kleinen Pause.